Weiter geht's hier in Minecraft. Die Welt baut sich noch wieder ein bisschen auf. Ich habe den Spielstand wieder geladen. Neue Aufnahme. So, Fichtenholz brauchten wir noch. Und dann mussten wir noch uns überlegen, ob wir da einen andersfarbigen Streifen reintun oder ob wir es so lassen. Mit dem dunklen Holz. Die Lücke wollte ich natürlich nicht lassen. So, Fichten haben wir scheinbar nur noch dort. Woanders habe ich keine Fichte mehr, verdammt. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich eigentlich auch mal versuchen, noch dort weiterzumachen. Lohnt sich zwar nicht wirklich, aber wir verlieren wieder zwei Werkzeuge und haben dann ein wenig Inventarplatz. Da tropft es. Ich glaube, das sollte eigentlich die reguläre Höhe sein. Und da kam eben auch schon ein bisschen Wasser wieder rein. Verdammt. Okay, hier kommt's. Das wäre ja praktisch nicht die Decke, verdammt. Ich mache hier erstmal Holz rein. Dann weiß ich später genau, wo das Wasser herkommt. Klack, klack. Und wir sehen vielleicht von oben aus, wo wir uns wirklich befinden, in welcher Tiefe. Wieso nehme ich nicht die Schippe? Na nun komm. Hey, wo ist denn jetzt das letzte Loch? Und ich komme hier nicht raus oder was? Oh, ich krieg's Kotzen. Nervig. Ich habe das Holz eh schon wieder falsch gesetzt, sehe ich gerade. Das ist ja die eigentliche Bauhöhe hier. Das heißt, du bist falsch. Mich würde auch interessieren, ob es durch das Glas durchtropft. Und wie viel Kies vor allen Dingen hier noch wieder rauskommt. Ich habe die verdammte Uhr nicht gestellt. Schnell mal machen. So. Klack, klack, klack. Genau das habe ich nämlich erwartet, dass wir eigentlich noch ein wenig Platz haben.
Ist es dunkel oder noch hell? Dunkel, verdammt. Mr. Creeper guckt vorbei. Hier ist momentan nix. Oh nein. Ich dachte schon wieder. So ein bisschen Fichtenholz, auch wenn es nicht viel ist. Und die da hinten ist gar nicht erst gewachsen. Auch gut. Dann eben nicht. Aber wir brauchen, glaube ich, noch ein wenig Nachschub von diesem Holz. Na super. Oh no. Kann nicht wahr sein, ey. Jetzt kommt der doofe Creeper-Mann auch noch angeschissen. Gibt's doch gar nicht. So, Param pam pam. Zwei Spitzhacken und eine Axt. Dann sind wir auch schon wieder voll belegt, verdammt. Die Schere brauche ich nicht. Den Apfel kann ich gleich mal futtern. Jo. Und den Stick an Cobblestone lasse ich auch mal hier. Ich muss irgendwie jetzt an die restlichen Baumstümpfe kommen. Da ist er. So, jetzt müssen wir bloß wieder genug Setzlinge bekommen. Tüm, 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 tüm. Wow, ein Fichtensetzling ist ja Wahnsinn. Und noch einer, gut. Oh, sogar zwei. So, einen haben wir davon. Das dauert jetzt noch wieder eine Weile. Ich erhöhe erstmal
hier noch ein wenig die Gegend. Die sollen ja nicht unbedingt hier spawnen. So, was sagt der Baum? Oh, ein Apfel. Ich frage mich, ob da später noch richtige Apfelbäume kommen. Macht ja nicht wirklich Sinn, dass die von anderen Baumtypen fallen. Drei, wollt ihr mich verarschen? Klar, hinterm Haus spawnt auch einer. So, der Weg zur Mine ist grundsätzlich frei. Und rennen ins Glück. Verdammt, jetzt haben wir kein Holz zur Auswahl. Uah. Doof, doof, doof. Da sind keine Blöcke, sehr gut. Aber hier kommt noch mal ein bisschen runter, nicht nur ein bisschen, eine ganze Menge sogar. Da nicht mehr, okay. So, und hier müssten wir uns dann schon wieder eigentlich zu tief befinden. Oh, verdammt. Oder auch nicht. Frage mich, ob das Wasser an der Stelle heller wird, wo die Fackel brennt. Stirbt er jetzt? Komisch, wenn die aus dem Wasser springen. Bekommen die doch sonst Schaden oder nicht? Ah, jetzt ja. Das hatte ich auch noch nie. So, ist es mittlerweile Tag? Yes. Oh no.
Da könnte Holz sein. Sieht ganz so aus. Da auch. Okay, ich muss Luft holen. Ist gut. Und hier kommt wieder eine Sandebene. Aber das wird ziemlich schwer. Ich glaube, wir sind hier. Ich würde am liebsten mal so einen leuchtenden Kürbis da unten ransetzen. Gut, wir können definitiv noch ein paar Meter in die Richtung bauen. Wird interessant. So, Mr. Creeper ist weg. Und ich denke, wir machen dann in der nächsten Folge hier im Saloon weiter. Diese Folge war ja mal wieder etwas anderweitig beschäftigt. Daher können wir dann hier mal wieder weitermachen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.